Jo, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars hier in Episode 2. Ab heute machen wir das freie Spiel. Ich habe immer noch nicht entschieden, wen ich nehmen möchte. Ja, gut. Ich soll das vielleicht mal vorher mir immer überlegen. Nehmen wir heute doch mal. Das ist immer das, was den Part am längsten braucht, die Charakterauswahl, nicht? Nehmen wir. Ach, ich wollte schon lange mal machen. Wir nehmen es einfach. Chancellor Palpatine. Warum auch immer Kanzler Palpatine, fragt mich nicht. Hat er überhaupt eine Waffe? Ja, der hat eine Knarre, Alter. Wie geil ist das denn? Dem Sith Lord schlechthin geben sie eine ganz normale Knarre. Okay, ich nehme da Feuer. Das ist Leia, oder? Nein, das ist Luke. Luke auf Endor, das finde ich gut. So, nehmen wir das hier einmal schnell mit. Dann kümmern wir uns hier um die ganzen Aktionen. Wir haben ja in dem Level noch nichts gesammelt, wie, wenn ich das richtig gesehen habe, an Minikits und roten Powersteinen. Also ist es hier heute sozusagen eine Premiere. Muss ich auch immer ein bisschen auf die dunkle Macht aufpassen. Wird auf jeden Fall dann bald mal. Wie heißt der gute? Darf Maul kaufen. Ich soll davor ein bisschen Münzen farmen. Das habe ich jetzt schon vor dem letzten Part angekündigt, wollte ich es tun, aber ich bin einfach zu faul dazu, muss ich ehrlich sagen. So. Hol ich die Münzen nach? Erst hol die Münzen. Nee, erst ja eher. Das ist ja Obi-Wans Droid hier. Das ist ja, glaube ich, R4 oder wie der heißt. Fragt mich nicht. Habe ich keine Ahnung von. Ja, Luke auf Endor ist natürlich schon, also auf dem Waldmond von Endor, sorry. Dann nehmen wir wieder diesen wunderschönen Sprite von vom Kanzler. Mit der Waffe, mit der einfachen Pistole, ich finde es immer noch so genial, Freunde. Und seine Sprungphysik erst, Alter. Und dann gucken wir natürlich auch, dass die Verbündeten einfach angreifen. Was ist denn das für ein Mensch? Also es gibt ja eigentlich in dem Spiel, habe ich noch gar nicht erwähnt, gibt es eine bessere Methode, Geld zu farmen, als hier das Podrennen. Aber natürlich mir immer noch ein bisschen schwer, das zu machen, weil eben, ja, natürlich würde ich was vorwegnehmen, obwohl eigentlich wäre es kein Problem, das vorwegzunehmen. Sobald ich in der Aufnahme soweit bin, werde ich das dann, glaube ich, auch nutzen, um ein bisschen Geld zu farmen. Wie gut das auf dem Emulator funktioniert, kann ich Stand jetzt noch nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall da mal gespannt. Es geht nämlich um gewisse Minispiele, wo man sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Geld farmen kann. Also zu einem entsprechenden Zeitpunkt mehr. Zuerst müssen wir jetzt erstmal das aktivieren. Nur das komische Ding, da kümmern wir uns dann sofort drum, nachdem wir wieder gleich einen optionalen Weg hier erkunden werden. Ich finde es immer noch so geil, wie dieser Knarre, die es dem Kanzler gegeben hat. Das finde ich so genial. Das ist eigentlich der Mega-Diss. Also ja, Kamino, wie gesagt, eigentlich persönlich einer meiner Lieblingsplaneten. Sie spielen hier auch die Musik von Kamino dann gleich noch dazu ab. Das ist auch nochmal richtig episch. Hier braucht man einen Kopfgeldjäger für. Passt auch sehr gut zum ganzen Szenario. So, und hier müssen sie das Konsolenspiel machen. Die kann man ja auch alle freischalten, die ganzen Konsolenspiele. Ups, da war noch einer. Ich finde persönlich, ich hätte nicht den Kanzler nehmen sollen, den verwende ich jetzt eh nie, aber naja. Gut, dann schreiten wir zu dem hier fort. Jetzt müssen wir erstmal alle Plattformen aktivieren, dann gucken wir hier mal weiter. Ich weiß ja auch in dem Level hier nicht, wo der rote Powerstein ist, also zumindest jetzt noch nicht. Oh, hier dieses Geld, Freunde, seht es euch an. Muss man es hier wieder neben dran stellen, oder wie? Ja, ist das unnötig.
Ja, wie dem auch sei, hier hinten das können wir noch zerstören. Das werde ich jetzt auch mal zerstören hier an der Stelle. Das sollte wahrscheinlich noch so ein Tutti-Frutti-Teil geben. Ja, habe ich recht gehabt. Ich hoffe, ihr habt noch keins verpasst, weil da habe ich jetzt nicht so aufmerksam danach gesucht, wie ich das vielleicht eigentlich tun sollte. So, hier das ist ganz klar, wie man das macht. Einfach einmal schießen. Dann kommt da eine neue Plattform rausgeflogen, auf die wir dann springen können. So, es gilt es hier mit dem Evo, glaube ich, hier diese Türen zu nehmen und da oben drauf zu springen, alles zu aktivieren. Okay. Das dauert natürlich eine unnötige Zeit lang. Oh, scheiß Speederei, ey. Lass doch bleiben, wenn es nicht kann, ohne Scheiß. Ach, fuck, jetzt muss ich auch noch merken, wo ich hier rein muss, nicht? Doof, dann waren wir, glaube ich, in dem hier noch nicht drin, oder? Nö, der war's nicht. Gut, dann probieren wir eben alle hier einmal so durch. Was ist der zweite? Sehr schön. Belohnung gibt es dafür wahrscheinlich nicht, wie ich das Spiel kenne. Ja, das hat's ja gebracht, oder? Für ein bisschen Münzen so viel Aufwand. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das so gelohnt hat. So, jetzt hier. Ich mache das alles lieber mit der dunklen Macht, weil ich was abgearbeitet habe, weil dann wird es zerstört, auf jeden Fall. Hier, das war, glaube ich, damals auch zu faul zu machen, verständlicherweise. Weil das hier ist schon ein bisschen am Nerven. Die alle einzeln umdrehen muss ich. Versucht hier, kommt irgendwelche Methoden, das möglichst gut zu machen, dass da nicht so viel umgreifen muss mit den Händen. Sprich, tut es gerade. Da mit der linken Hand, mit der linken Hand die Pfeiltasten steuern von der Tastatur. Also, was normalerweise ja richtig unnormal ist. Also. Gut, aber was macht man nicht alles für. Damit das Let's Play nicht ganz so nervig wird, zum Zuschauen auch nicht zum Selbstspielen. Ich bin jetzt gerade dabei, irgendwie ein bisschen wieder motivierter, das Spiel aufzunehmen. Also, das Spiel bin ich gerade echt motiviert, das zu 100% zu machen. Und warum gibt es dafür nichts? Das kann es doch nicht wahr sein, oder? Dass es dafür nichts gibt. Boah, das Spiel kann einem so auf den Nerv gehen. Vor allem, das Level Camino ist schon auffällig, wie viel Scheiß man da macht und dafür nichts bekommt. Okay, das zählt offenbar nicht, wenn ich da direkt drauf stampfe. Naja, lass mal das jetzt hier. So, vorerst möchte ich das hier vorne mal machen. Zusammenbauen, da kommen wir auf keinen Fall rein ohne Clone. Also, kann der Kanzler eigentlich auch da rein? Ist doch kein Clone, aber kann es trotzdem sein. Jetzt bimmelt ja das Handy die ganze Zeit. Ey, das ist zum Kotzen. Ich will das überkreuzen. Mehr habe ich mir natürlich wieder nicht gemerkt, weil ich wieder am Quatschen war und mit meinem Handy beschäftigt und sonst was. Wenn ich mal Farben kommen, werde erscheinen. Das ist ja schon der Master-Skill hier. Ja, ich muss aber schon sagen, eigentlich bei dem Spiel, ich stelle mich gar nicht so schlecht an, wie ich hier gerade schon wieder tue. Also, so ist es ja nicht. So, hier drin kann man jetzt dann der. Ah, war hier der rote Powerstein? Ich erinnere mich da gerade an was. Oder was nun ein Mini-Kit, was man hierfür bekommen hat. Muss man jetzt hoffen, dass sein Partner irgendwas nicht scheiß Zeug macht. Dafür gab es auf jeden Fall erstmal ziemlich viel Geld. Geh mir aus dem Weg, Kanzler. Ich will das Geld sammeln. Und ein Minikit von wahrscheinlich mehreren hier oben. Das. Na, obwohl, das muss nicht sein, aber. Es ist zumindest mal auffällig. Die Frage, bevor das ganze Zeug deaktiviert hat, vielleicht habe ich einen vergessen. Aber dann tue ich jetzt lieber reinschneiden, anstatt jetzt nochmal zurückzugehen. So viel Zeit muss ich hier nicht verschwenden, so. Ich mache kein Theater. Wir tun es hier lieber mal ein bisschen weiter Richtung 100% gehen hier. So, dann nehmen wir jetzt mal wieder den Darth. Wir wissen ja seit dem letzten Part, dass wir da häufiger mal betrogen werden. Was das angeht, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So. Das hier ist ja schon Level, was auf dem Touchscreen oder auf dem PC doch etwas schwieriger zu steuern ist. Denke ich, der Grund soll bekannt sein. Hier kriegt man auch nichts Großes für. Ich glaube, das hatte ich sogar im regulären Spielverlauf gemacht. Was ist die Frage? Was ist das hier denn? Was ist alles so komisch hier? Ob es eine Anlehnung an den Film sein soll oder ob das eben wirklich fürs Gameplay auch Bedeutung hat.
Interessante Frage. So, hier verwenden wir wieder unsere alten. Na komm, da verkannst du seine. Na komm. Geh mir aus dem Weg. Jetzt hier schnell hin und dann kann man den hier würgen und killen. Das finde ich so genial. Das habe ich euch, glaube ich, im originalen Spiel, also im normalen Spiel nicht gezeigt. Jetzt kommen wir hier in diesen Sonderraum rein, wo ich gar nicht weiß, was für eine Bedeutung der für die Story hat. So, hier auf jeden Fall machen wir das mal kaputt. Kommen aber trotzdem nicht hier rein. Gut, dann müssen wir da eben nochmal schnell als Kopfgeldjäger die Konsole aktivieren. Dann denke ich, dürfen wir jetzt in den Minikit kommen. Jetzt wieder sehr genau hingucken. Ja, das war gut. Und Minikit Nummer 6 von 7. So, als nächstes hier alles zerstören. Wir haben immer noch nicht den roten Powerstein. Das ist das Wichtigste eigentlich im ganzen Level. Muss man euch ehrlich zu sagen. Also für mich persönlich ist der rote Powerstein das Allerwichtigste. Aber hier gibt es auch wieder nichts erneut. Langsam ist es schon merkwürdig. Hier dürfte es dann rausgehen. Auf die äußeren Plattformen. Gut, hier ist auch wieder Zeug, was man wieder macht. Aktivieren muss, da erinnere ich mich noch dran. Genau das hier. Man muss es nicht die Laternen zum Leuchten bringen. Sind wir schon arg unnötig, aber ich weiß ja nicht, wofür es den roten Powerstein gibt. Ja, wir sehen ja schon, es macht einen scheiß Ausgang unserer Unverwundbarkeit. Die habe ich mir dann doch mal gekauft, einfach um den Story-Modus weniger nervig zu machen jetzt für uns. Ey, ich meine, freien Spiel muss nicht Story-Modus. Was erzähle ich schon wieder für ein Quatsch hier? Da hat ein schöner Grafik-Bug. Kann man mal machen, muss man nicht. Ja, kann auch sein, dass hier der rote Powerstein irgendwo rumgelegen hat. Kann alles sein, also. Wie gesagt, hier keine Ahnung mehr. Aber kann man auch hier auch schon mal ausfahren, wenn wir gerade schon vorbeilaufen, so nett. Aber wichtiger, wir sehen hinten mal, wir hatten ja, ist das sogar noch ein Endtag, der Kanzler, das ist immer mega fett. Sorry Leute, das feiert gerade ein bisschen. Gut, nehmen wir mit TC14 Next Konsole, da müssen wir die hier mal, also das komische Zeug hier machen, so, abkratteln, so, dann kommt der nächste, so einer und ein runter, perfekt. Dann kann der Kanzler auch mal ein bisschen was machen. Aktiviert sich für uns ja das 7. Minikit, wenn ich das richtig sehe. Ja, das hier ist Nummer 7, sehr gut. Ich weiß nicht, ob man hier was bekommt, wenn man alle Laternen kaputt macht, also. Ja, es war gerade riskant für die paar Münzen, eigentlich auch unnötig, aber. Kann man ja schon mal machen. Ja, lohnt's kann man nicht, Freunde. Was ich kann. Okay, hier ist auf jeden Fall das nächste Minikit. Und das. Hier ist auch noch das dritte dann zur selben Zeit. Ich weiß nicht, was ich lasse, damit es Münzen sein soll. So, das dritte Tutti Frutti Teil. 8 von 10 Minikits, das 9. ist hier. Und oben, ja, wie gesagt, Nummer 9. Kann natürlich immer noch sein, dass wir einen roten Pauschen hier für das Zeug bekommen, aber ich glaube es eher nicht, dass man da irgendwas für bekommt mittlerweile. Mal hier den so. Können wir als R2 Obi-Wan voll zurücklassen, das ist sehr übermies. Hier die Konsole aktivieren. Jetzt wieder rein in die Ort von Camino Fenster mit dem Regen. So echt episch, wie man die Musik auch hier wechselt. Ah, der hat man den mochte hier nicht hier. Kann immer Kanzler hier zum Schießen. Das ist auch wirklich eines der Level, wo man relativ ohne Gegner eigentlich auskommt. Das zeichnet eben Camino doch als Ort auch ein bisschen aus, dass dort eben, dass der unentdeckt ist. Und im Prinzip noch alles offen. Ah, da könnte hier der rote Powerstand natürlich auch sein. Ja, wieder mal ein Bug, dass die Gegner uns nicht beschießen, aber naja, kann man machen, muss man nicht. Beschießen die uns. So, und dann geht's hier rein. Ja, da ist der rote Powerstein. Ist die Frage, was wir dafür machen müssen. Erstmal das hier. Und
das hier. Kommt dieses komische Gesocks angelatscht. Ich will einfach nur die Gegner alle besiegen. Kann sein. Einfach tu noch mal die Gegner weghauen. Immer denselben Seeflot und Kopfgeldjäger dabei. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Hier war der im Text. Ich glaube nicht, dass man dafür was bekommt, aber ich mache jetzt trotzdem hier mal die Klappen zu. Das wäre erledigen, wir haben hier wieder 60.000 fast freigeschalten. Das ist ja richtig nice. Sonst müssen wir noch gucken, was letzte Minikit ist. Das ist natürlich die Frage, die wirklich die interessant wird. Ich glaube, jetzt sollten wir eigentlich schon fertig sein. Kann man das hier oben noch irgendwie kaputt machen? Also natürlich nicht so. Nö. Haben wir sicher auch erst 9 von 10. Ja, das ist natürlich blöd. So, jetzt ist hier die Frage. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein Minikit verpasst. Ah, nein, 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 nein. Das war so, dass man hier beim letzten Kampf mit R2 noch nach hinten fliegen musste. Und dann kriegt man das letzte Minikit. Genau so war das. Oder war das so? Achso, das hätte man die ganze Zeit über kaputt machen können mit der roten Macht. Na super, hätte man mir auch am Anfang was sagen können. Hier hin. Lol, da kann man ja ewig weit weggehen. Aber es ist abgesperrt, von daher gewinnen wir dabei nichts. Wo möchte ich euch noch eine interessante Sache zeigen hier. Die aktiviert jetzt noch nicht, okay. Ach komm, ich zeig's euch nicht. Da kann man die kann. Die Schütze kann auch aktivieren, der Part kann uns auch mal ein bisschen. So, haben wir ihn weggehauen. Wunderbar. Level geschafft. Im nächsten Part machen wir dann die Droidenfabrik. Also mal gucken, wie wir es mit den Level verfahren, die eigentlich relativ kurz sind im Verhältnis. Also sowas wie, also wo wir eine relativ wenig zu sammeln haben, wie wir es dann machen. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Lego Star Wars. Ciao!